Kleiner Gruß an Julia. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Blick hinaus aufs Meer macht süchtig. Das stimmt absolut. Wahrscheinlich hatte ich deswegen danach regelrechte Entzugserscheinungen und war richtig schlecht drauf, als ich wieder zu Hause war. Dafür schneit es bei uns und das tröstet mich, denn es ist schön, den Wechsel der Jahreszeiten immer so zu erleben. Denn in der Toskana schneit es nicht. Aber heute geht es nicht um die Toskana, sondern um Kunstpflanzen. Und um die Kraft der echten Pflanzen, die mich gerade so fasziniert, dass ich spontan ein ganz kurzes Video mache. Gegen den Entzug hilft dieser kleine Olivenbaum. Echt oder nicht echt? Ich habe ihn zufällig entdeckt in einer Gärtnerei. Ist nicht echt, merkt man aber kaum. Der Vorteil ist, er braucht kein Licht und man muss ihn nicht gießen und nicht pflegen. Man kann also ganz entspannt in den Urlaub fahren und niemand muss ihn gießen oder sich drum kümmern. Früher fand ich Kunstblumen und Kunstpflanzen blöd und kitschig. Mit dem Olivenbaum fing es an, dass ich gemerkt habe, Kunstpflanzen beleben den Raum. Sie geben einfach den Eindruck von Frische und Lebendigkeit in den Raum und sehen heutzutage teilweise täuschend echt aus. Da sie aktuell im Trend sind, werden sie immer teurer. Deswegen, wer welche haben will, lieber jetzt bald zugreifen. Und das ist der Grund meines Videos, was mich hier total fasziniert. Die Kraft der echten Pflanzen. Und zwar, und das ist auch ein Tipp von mir, ich habe dieser Kunstpflanze, dieser Clematisblume, so ein paar echte Zweige dazu gegeben. Und von der Anemone gestern diese Samenkapseln abgeschnitten. Das hat die künstliche Pflanze ein bisschen echter wirken lassen. Und durch die Wärme im Zimmer sind die aufgegangen. Jetzt, wenn ein stärkerer Luftzug kommt durch Lüften, fliegen die mir alle durch die Wohnung, deswegen muss ich die wieder wegmachen. Aber es fasziniert mich, dass dieser Pflanze die Feuchtigkeit, die sie in den Stängeln noch hatte, hat ihr gereicht, um ihre Kapseln, ihre Samenkapseln aufgehen zu lassen. Wahnsinn, oder? Gestern waren die noch so geschlossene Kügelchen. Solche geschlossenen Kugeln waren das. Echt oder unecht? Kaum zu erkennen. Und selbst wenn es ein bisschen kitschig ist, ein bisschen Kitsch darf sein. Das hier ist echtes Schleierkraut, das ich einfach trocknen lasse. Auch eine schöne Idee. Kommt auch ein Bild besser zur Geltung. Die hier gab es bei Hagebau ganz günstig. Im Topf gibt es auch als Rankpflanze. In allen Variationen gibt es die. Und in der Früh wache ich auf mit einer kleinen Blumenwiese. Selbst wenn man merkt, dass sie nicht ganz echt ist, macht sie trotzdem Freude. Das ist ein Pinisetum künstlich. Die einzigen, die ich nicht haben will an Kunstpflanzen, sind die, die komplett aus Weichplastik sind. Weil das dünstet aus über die Luft. Und ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Ein bisschen Kitsch macht froh. Falsch ausgedrückt. Verbreitet Fröhlichkeit, finde ich. Auch wenn echte Pflanzen natürlich viel schöner sind. Aber wenn man schon mit Garten und so weiter genug zu tun hat, finde ich, sind Kunstpflanzen eine ganz gute Alternative. Zu gar keinen Pflanzen im Raum. Und getrocknet auch schön, bröselt aber, wenn man dann Staub wischt. Herrlich, der erste Schnee. Das war's zu diesem Thema, ein ganz kurzes Video. Ciao, Pirti. Ein kurzes PS noch. Wenn man in einem Raum unechte Pflanzen mit echten Pflanzen mischt, mein Meeresglas mit Fundsachen aus der Toskana und echtem toskanischen Sand und ein paar Weihnachtslichterl. Jedenfalls, wenn man das mischt in einem Raum, echte Pflanzen mit Kunstpflanzen,
Die hier kommen vom Wald, habe ich mitgenommen vom Waldspaziergang. Dann täuscht es auch noch mal ein bisschen hinweg über das Unechte der unechten Pflanzen auf den ersten Blick, aber auch nur. Eine schöne Adventszeit an alle noch zum Schluss.